Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Starfield. Von und mit Mr. Dandos, dem Let's Play Opa in diplomatischer Mission. So, wir müssen erstmal dahin, um dann halt letzten Endes mit Botschaftern sprechen zu können oder zumindest mit einer Botschafterin. Bei dem anderen Botschafter weiß man nicht so richtig, ob der überhaupt noch unter den Lebenden weilt und was mit dem ist und so weiter und so fort. Geschäftsdistrikt? Oh, gut. Ich lass mit mir reden. Solange es der Sache dienlich ist. So, wo muss ich hin? Achso, das wird wahrscheinlich. Ja. Weil ich ja noch die Sache da mit der UC da auch noch habe. Ich kann ja immer noch mit meinem Auftraggeber da sprechen oder meinem Vorgesetzten. Vielmehr Auftraggeber ist nicht so der Vorgesetzte. Der hätte ja da eventuell Dinge für mich zu tun. Nein, schleicht wollte ich gar nicht. Ich wollte ein bisschen rennen. Ich sehe einen Vorteil. So ein bisschen bewegen. So, soll es aber nicht übertreiben. Ich hoffe, ich bin hier auf dem richtigen Weg. Denn man kann hier schon mal durchaus in der ein oder anderen Sackgasse enden, so wegetechnisch. Doch, ist hier lang. Priesterkollektiv, das hört sich schon mal gut an. Genau, das ist doch unser Ziel, da wollen wir hin. Dann würde ich aber ganz schnell vorschlagen, hier eine kleine Speicherung zu machen. Und ab in den Fahrstuhl. Achso. Ja, alles gut. Ja, genau. Die wurden ja informiert. Die wissen ja, dass wir da auf dem Weg sind. Also meiner einer hier. Und löschwer bewaffnet. Gäste haben nur zur Lobby, den Büros und dem Konferenzsaal Zutritt. Ja. Mehr als einer. Diese vielen Sicherheitsmaßnahmen und trotzdem wird der Raumhafen angegriffen. Das ist ja wieder typisch UC. Hallo? Bedauerlich, dass ich das durch eine SNN-Meldung erfahren habe. Wir haben einen strategischen Vorteil zu wahren, Mr. Long. Natürlich, Ma'am. Das wird nicht wieder vorkommen. Interessant. Hallo. Tut mir leid. Hast du einen Termin? Freestar Kollektiv Siedler. Ich bin im Auftrag der United Colonies hier, aber ich gehöre selbst auch zum Freestar Kollektiv. Ich bin im Auftrag der United Colonies hier. Wir brauchen die Hilfe des Freestar Kollektivs. Captain Namdos, US, UC Vanguard. Wir müssen reden, Botschafterin. Du willst sicher weitere Terramorph-Angriffe verhindern und ich habe das perfekte Angebot. Okay. Jetzt habe ich die Sache mit diesen Abhören da nicht gemacht. Gucken wir mal. Vielleicht ergibt sich ja hier schon was. Schwierig. Ich versuch's mal. Ah, dich meinten sie also. Niemand hat erwähnt, dass du aus dem Collective stammst. Ich bin dir dankbar für alles, was du getan hast. Du hast viele Leben gerettet. Sie erwähnte außerdem, und vielleicht habe ich mich da einfach verhört, dass die UC die Terramorph-Daten aus dem Sperrvertrag-Archiv freigeben wollen. Das sind einige der bestgehüteten Daten in der Galaxie, um uns alle zu beschützen. Ich nehme also an, dass du hier bist, um dieses Missverständnis aufzuklären und dass du nach deinen Heldentaten nicht mit dieser vergeblichen Bitte hergeschickt wurdest. Wir brauchen auf jeden Fall den Zugang. Nein, ich bin hier, um zu betteln. Bitte, 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 bitte dürfen wir ins Archiv. Wir müssen da unbedingt rein. Es geht um Menschenleben. Menschenleben steht auf der... ist in Gefahr und wir müssen Dinge tun. Wenn du uns nicht hilfst, bist du dafür verantwortlich, wenn es noch mehr Tote gibt.
Nein, du hast richtig gehört. Wir brauchen Zugriff auf das Archiv. Hm, das hatte ich befürchtet. Ich sage es ganz offen. Meine Antwort ist nein. Diese Daten sind versiegelt, weil sie gefährlich sind. Ich werde mich hüten, die Galaxie diesem Risiko auszusetzen. Und jetzt, verschwende nicht länger unsere Zeit. Ja, jetzt nicht so gut gelaufen bis jetzt. Überzeugen, bitte, Botschafterin. Hör dir einfach an, was ich zu sagen habe. Na gut, dann finde ich eben einen anderen Weg. Ist das dein Ernst? Die Stadt wurde gerade angegriffen. Willst du uns wirklich nicht helfen? Ich versuche, sie mal zu überzeugen. Ich bin mir da aber nicht sicher, ob ich bei der Dame da viel Erfolg haben werde. Ja, schau mal. Du bist echt beharrlich. Meinetwegen. Du hast eine Chance, eine einzige, mich zu überzeugen. Verstanden? Danke, Botschafterin. Lass mich erklären. Ich höre. 3 Züge und wie viele Punkte? 8, wenn ich das nicht sehe, ne? Uiuiuiui. Ich weiß, dass du das Richtige tun kannst. Wir bitten nur um die Terramorph-Daten aus dem Archiv. Mehr nicht. Gerade das ist es ja, was hier eigentlich. Das Kollektiv ist meine Heimat. Ich bin nur das Beste dafür. Und das bekommen wir mit der UC. Wir haben ja gespeichert. Am Ende wollen wir alle nur in unserem kleinen Anwesen sicher sein, nicht wahr? Eben, eben, eben. Das Terramorph-Xenowaffenprojekt war ein Fehlschlag. Dieses Wissen stellt keine Gefahr dar. Okay, ich habe noch 2 Züge. Es könnte also unter Umständen klappen. Willst du noch mehr Tote riskieren? Dann genau das tust du, wenn du uns nicht hilfst. Sie angreifen ist, glaube ich, keine gute Idee. Sei die Person, die die Galaxie braucht, Botschafterin. Aus dieser üblen Situation kann etwas Gutes erwachsen. UC und Freestar Kollektiv an einem Strang. Ja, natürlich. Verbotene Forschungsdaten sind genau das Richtige, um die Fraktionen einander näher zu bringen. Lasst uns zusammen Biowaffen bauen. Verdammt. Was ist mit den anderen beiden? Ich hab nur noch einen Zug. Ja, toll. Ja, schade, schade, Schokolade. Captain, es tut mir leid, aber meine Antwort steht fest. Ja, sehr gut. Moment. Da gebe ich mich jetzt so schnell noch nicht geschlagen. So, Moment, Augenblick. Mal auf bestätigen und dann laden wir mal. Sorry, aber da muss sein. Da will ich jetzt aber irgendwie wissen. Ich hoffe, wir haben ähnliche Möglichkeiten. Oh, okay. Hätte vielleicht doch nochmal dazu durchspeichern sollen. Du wirst schon erwartet. Ja. Ja, alles klar. So. Ich muss das irgendwie anders machen. Moment mal eben. Wir müssen. Wo war das jetzt? Hier. Ja. Halt den Schnabel. Macht hier nicht wichtig. Mehr als einer? Diese vielen Sicherheitsmaßnahmen und trotzdem wird der Raumhafen angegriffen. Das ist ja wieder typisch, UC. Nur bedauerlich, dass ich das durch eine SNN-Meldung erfahren habe. Wir haben einen strategischen Vorteil zu wahren, Mr. Long. Natürlich, Ma'am. Das wird nicht wieder vorkommen. Entschuldige, aber was hast du hier zu suchen? Ein Augenblick. Nach dem Angriff sind an. Ich muss mal ganz kurz die Gelegenheit nutzen. So, hallo. Tut mir leid. Hast du einen Termin? Dich meinten sie also. Niemand hat erwähnt, dass du aus dem Collective stammst. Ich bin dir dankbar für alles, was du getan hast. Du hast viele Leben gerettet. Sie erwähnte außerdem, und vielleicht habe ich mich da einfach verhört, dass die UC die Terramorph-Daten aus dem Sperrvertrag-Archiv freigeben wollen. Das sind einige der bestgehüteten Daten in der Galaxie, um uns alle zu beschützen.
Ich nehme also an, dass du hier bist, um dieses Missverständnis aufzuklären und dass du nach deinen Heldentaten nicht mit dieser vergeblichen Bitte hergeschickt wurdest. Leider, leider, Schokolade, ist es so, nee, du hast richtig gehört, wir brauchen das Zeug. Das hatte ich befürchtet. Ich sage es ganz offen, meine Antwort ist nein. Diese Daten sind versiegelt, weil sie gefährlich sind. Ich werde mich hüten, die Galaxie diesem Risiko auszusetzen. Und jetzt, verschwende nicht länger unsere Zeit. Überzeugen? Du bist echt beharrlich. Meinetwegen, du hast eine Chance, eine einzige, mich zu überzeugen. Verstanden? Überzeugen? Ich höre. Hatten wir nicht erst mehrere Möglichkeiten? Am Ende wollen wir alle nur in unserem kleinen Anwesen sicher sein, nicht wahr? So, ja, jetzt ist die Frage. Also die eine Geschichte hier, das ist ja... Ach. Ich weiß, dass du das Richtige tun kannst. Auf Nummer sicher. Ich gebe erstmal, versuchen wir erstmal hier mit dieser Terror-Morph-Zino-Waffenprojekt-Fehlschlag-Geschichte zu punkten. Und das weißt du mit Sicherheit? Sehr interessant. Okay. Das bringt mich nicht weiter. Mit einem Punkt komme ich nichts. Das wäre wieder so eine Sache von wegen Angriff auf sie. Zugegeben, die aktuelle Regierung hat einige vielversprechende Maßnahmen ergriffen. Nun, Captain, das ist durchaus einleuchtend. Aber ich gewähre euch den Zugang zum Archiv nur unter den folgenden Bedingungen. Der Zugang ist beschränkt. Ihr erhaltet nur die Daten, die zum Stoppen der Terrormorph-Angriffe nötig sind. Das werden die Beobachter sicherstellen. Ihr bekommt nur einmalig Zugang, eine Chance, alle nötigen Daten zu entnehmen. Und die weitere Verwendung der Daten wird überwacht. Wenn mit Hilfe der Daten die Galaxie gerettet werden soll, muss die Galaxie ein Auge darauf haben. Freestar-Wissenschaftler werden alles genau beobachten. Haben wir eine Abmachung? Aber sowas von haben wir. Das ist zu viel. Ich glaube, das muss ich erst mit Vizeministerin McEntry klären. Nee, ich mache hier keine Verhandlungsgeschichten. Wir haben einen Deal. Ausgezeichnet. Von mir. So. Dann folgen wir ihr. Würde ich nicht um ihn, der steht ständig im Weg. Ich weiß auch nicht, ich kenne ihn nicht. Also, der rennt mir ständig hinterher. Sie merkt nicht, dass ich der Botschafterin folge? Ich mach mal eben den hier. Schnell speichern. Und dann auch noch mal vorsichtshalber den hier. Und dann gehe ich da rein. Hier, ich werde die Vizeministerin McEntire kontaktieren, um die Überwachung zu organisieren. Auf unerwartete Verbündete. Cool, dann haben wir das schon mal erreicht. Das ging ja besser als gedacht. Zu der anderen Botschaft, und das könnte unter Umständen Probleme bereiten. Wo geht's hier raus? Wo bist du? Wie viele Treppen sind wir nach unten gegangen? Ich habe nicht mehr gezählt.
Moment, da war die. Meine Orientierung ist sowas von grottig. Es ist nicht mehr wahr. Ah. Ah, gut. So, Lobby. Was hast du für ein Hobby? So, Lobby. Das habe ich gesucht. So. Ja, schnell speichern. Es ist schon wieder Nacht, wer jetzt gedacht. Und dann direkt zum nächsten Punkt. Ja, die ganze Sache mit der Abhörerei und so weiter haben wir nicht benötigt, was in Ordnung ist. Ja, sie ließ ja durchaus mit sich reden und war zugänglicher als gedacht. Die Sache hier könnte schon etwas interessanter oder schwieriger werden. Hier schon einen Nebeneingang benutzen muss, um da überhaupt was reißen zu können. Ich weiß nicht. So. Schönen guten Tag. Soll ich die Waffe schon mal im Anschlag haben? Ist das eine gute Idee? Da geht's lang. Baruns Botschaft, Foyer verriegelt, entsperren. Na, da haben wir ja eine entsprechende Überbrückungsgedingse bekommen, um das machen zu können. Und hier soll... Oh, das sieht aber sehr komisch aus. Ich habe nur noch 766 Schuss, das ist bei dieser Waffe nicht mehr allzu viel. Das ist Gewächs, das ist Gestein. Nun gut. Die Decke sieht zwar nicht schön aus, aber ich sehe jetzt aber auch keine Schädigungen dieser Art, die dieses Gestein erklären würden. Das muss diese heilige Schlange sein, die da verehren. Bist du? Nix. Ist hier irgendwas Interessantes? Auch nicht, das Übliche. Dann vielleicht mal hier so die Ebene wählen. Botschaft von Haus Baruhn. Steht hier. Also, wir ihn. Gefährliche Pflanzen, gefährliche Dinge, die auf dem Boden rumliegen, vorzugsweise Papier, komische Geräusche. Intercom, hallo Intercom. Betätige den Netzschalter. Also, okay. Hörte sich alles nicht sehr gut an. Hörte sich alles nicht so wirklich gut an. Ja. Wir müssen hier hin. Da speichere ich spontan mal. Wieder ein Intercom. Einen Augenblick mal eben. Ich weiß nicht, was das ist. Aber vielleicht ist so ein Helm eine gute Idee.
Sieht nach irgendwelchen Sporen aus. Was? Diplomatie, aufhetzen, einschüchtern, manipulieren sind soziale Skills, die du bei geöffnetem Scanner aktivieren kannst. Aha, bewege deinen Cursor über das Ziel und drücke E, um einen speziellen Skill zu öffnen. Wähle per Mausrad den Skill, den du verwenden willst. Wenn der Einsatz eines sozialen Skills fehlschlägt, wird dein Ziel immun gegenüber alle weiteren Versuche, soziale Skills bei ihm anzuwenden. Okay. Kann ich mit den Pflanzen reden? Das nehme ich mal mit. Alles andere lasse ich. Ich habe das eigentlich jetzt hier mit dem F gemacht, um hier was zu sehen, in der Hoffnung, dass ich hier weiterkomme, aber er ist ausgesprochen düster. Ich sehe nix. Oh. Der wurde auf einmal aktiv. Die Kartusche nehme ich mit. Na, beweg dich. So. Damit kann ich umgehen. Mit irgendwelchen komischen Pflanzen nicht so. Heiliger Bimbam. Denn jetzt her? Oh mein. So, das ist nur. Ist das eine Puppe oder ist der irgendwie erstarrt? Teilchenzünder nehme ich mit. Oh, auf jeden Fall. Das Ding kann einiges, habe ich so das Gefühl. Das war nicht verkehrt. Dann kommen wir mit. So. Ja, das ist ja hier eine heftige Geschichte, würde ich mal behaupten. Da werden wir uns noch ein ganzes Weilchen wohl mit beschäftigen dürfen. Aber erst ab der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles, alles Gute. Das kommt überraschend. Hallo? Boah, lad doch mal nach. Wie lange braucht er, um die Waffe nachzuladen? Das ist unglaublich. Hallo? Erstmal was puzzeln hier. Mai. Das ist ja mal. Danke für deine Hilfe. Ja, ihr seht schon, das Ganze wird hier ein bisschen interessanter.
Wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles, alles Gute und genießt die Zeit.